So, hallo, wir machen weiter bei Super Panga World. Das letzte Mal haben wir Link Dads Castle abgeschlossen und gleich noch Pangas Garden besichtigt. Und jetzt sind wir in Pink Boos Haus unterwegs. Huh. Wow, hold on. No need to get violent. I have a secret for you. The man you are looking for lives in the big castle on the horizon. Mensch, echt. Das haut mich jetzt um. Ist hier auch eine Messagebox? Why am I helping you? He said all Pink Boos are born with small, well, it's not true. I'd kick his butt, but the levels are too hard for me. Also bist du auf meiner Seite, ja? Und scheiß bist du auf meiner Seite. Okay. Huch. Ach. Oh, das war ja ein cooles Level. Das spiele ich gerne nochmal. Warte, warte. Wir machen jetzt einen Speedrun. Okay. Nice. Gut, da muss doch irgendwas. Ist da gar nichts? Wirklich? Ich bin mir gerade ein wenig unschlüssig, muss ich gestehen. Ich würde gerade auch gerne was probieren. Aber es geht hier nicht mal hoch. Ah, es geht nicht. Man kann nicht Start selecten. Link Dead, too smart for me. Na gut. Kuzu Ghost House. Ja, cool. Nett. Yo. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah. Fuck. What? What? Kommt jetzt von der anderen Seite? Aha. Okay, ich verstehe. Ich hoffe, ich brauche den anderen nicht, den ich jetzt kaputt gemacht habe. Ah, okay, mit ein bisschen besserem Timing. Indem wir also hier später abspringen und immer wieder viel später auf die draufspringen. Jetzt ist der untere weg. Was zum... Dann nehmen wir den noch mit als erstes mal. Hä, warum? Wo verlässt denn der uns? Hä? Mit? Was? Mit? Warum? Plötzlich ist er weg. Na gut. Ja, das könnte aber doch gerade so trotzdem reichen. Auch mit Vieren. Warum der untere plötzlich weg ist, ist mir noch ein kleines Rätselchen. Das ist alles gerade nicht so günstig, was ich hier tue. Habe ich den Eindruck. Jetzt ist er auch weg! Das könnte halt gerade so... Leider irgendwie noch nicht so ganz. Da fehlt... Okay, nochmal zurück. Ich sollte die einfach nicht killen. Jetzt weiß ich ja, was passiert. Auch wenn die teilweise verschwinden, was ein bisschen... gut ist, aber okay. Aber wie... Na gut, dann killen wir einfach den da. Dann sollte das passen. Ich habe vorhin... Ja, natürlich. Das war der falsche, den ich gekillt habe. So, kommt er wieder? Ah, okay. Und jetzt bleiben die aber auch bitte alle fünf da. Der eine verschwindet wegen der Shell hier, kann das sein?
Das heißt, ich muss die unbedingt im Screen lassen. Ja, und dann... Ist das blöd. Jetzt renne ich übrigens nicht mehr. Das ist auch nicht so cool. Huch! Was zum... Ich darf den nicht aus dem... Sobald der aus dem Screen abhaut, laufe ich leider in Gefahr, ihn für immer zu verlieren. Jetzt habe ich sogar einen mehr und es reicht nicht, weil ich den anderen direkt am Anfang nehme. Ach, das ist doch doof. Dann muss ich den als einen der ersten nehmen. Wir müssen das ganz anders machen. Passt mal auf. Wir machen das jetzt nämlich so. Ich mache den unteren kaputt. Dann warte ich einmal hier, bis die wieder kommen. Und gehe hinter sie. Oh fuck, jetzt habe ich den Timer komplett verhauen. Okay, von vorn. Ganz von vorn. Super. Huch. Vorne hat das besser funktioniert. Wow, what the heck. Okay. Nicht den. Den machen wir kaputt. Dann lassen wir die hier mal alle wieder antanzen. Gehen hinter sie drauf. Und dann nehmen wir nämlich den unteren als erstes. Oder wir versuchen zumindest, ihn halt im Bild zu lassen. Geht das überhaupt? Kann ich das irgendwie so koordinieren? Keine Ahnung, vielleicht kann jetzt auch ein Bild... Ja, ja, da sind sogar zwei weg. Ach, komm schon. Na, vielleicht geht's jetzt so. Nee, da ist noch nichts nah genug dran. Es darf halt nicht nach oben scrollen, der ganze Scheiß. Wenn das passiert, sind die weg, ja. Ich will auf dem unteren landen und dann wieder hoch. Geht das überhaupt? Ich hoffe. Ich meine, wir können auch mit dem mittleren... Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, dann bleibt... So bleibt die Kamera halt stehen. Und dann sehe ich sogar alle. Das hätte jetzt, glaube ich, gepasst. Schauen wir mal. Ja, perfekt. Sehr gut. So, wohin will ich jetzt mit der Disco Shell? Huch. Okay. Das war einfach nur ein Scare Jump Block. Dann können wir das aber auch anders. Wobei, lieber mal. Ich töte die mal lieber noch nicht. Vielleicht muss die sich nachher nochmal erstellen oder so. Oh, ich komme bis hier rein. Warte mal. Oh, will ich da überhaupt rein? Oder komme ich da auf keiner Seite mehr raus? Ja, okay. Da will ich nicht rein. So, können wir jetzt erstmal da bitte in Ruhe stehen bleiben? Danke. So, dann will ich da rüber. Okay. Okay. Meine Güte. Nächster Abschnitt mit dem Spaß. Okay. What? Ich habe keinen grauen was? Hä? Fällt da irgendwo ein grauer Panzer runter oder so? Panzer, sag ich schon.
Aha. Das wäre jetzt andersrum auch irgendwie komisch gewesen. Ah, das darf ich nicht tun, weil dann komme ich erstens nicht... Doch, hier komme ich hoch, aber dann komme ich da nicht. Ja, okay. Cool. Nee, ist kein Problem. Na, das wird ein Spaß. Oh, das hätte funktioniert. Oh, nice. Können wir das bitte genau so nochmal machen? Nein, nicht wieder in die Hand nehmen. Hände weg und durch. Cool. Sehr cool. Juhu! Auch interessant, dass hier... Also wenn man eine Feder hier reinnehmen könnte, wenn man das irgendwie hinkriegen würde, was ich nicht glaube, aber wenn man es könnte, dann könnte man hier direkt den Anfang breaken. Oh! What? What? Um Himmels Willen. Jetzt muss ich mich da hochspin-jumpen, ja? Und dann immer die Shells mitnehmen. Das ist aber... Was? Was war das denn jetzt? Das finde ich aber irgendwie cool. Wahrscheinlich will ich nicht an die Decke. Ja, okay, ich will nicht an die Decke. Und dann muss ich die Shells aber auch direkt mitnehmen. Oh, oder so. Das ist cool. Die Idee geht... Ah, fuck. Na komm, lass mir den Hit. Scheiß drauf. Ah, ich dachte, ich kriege ihn direkt wieder. Ah, gerade nicht. Aber so. Das ist irgendwie cool. Also für Safe States natürlich. Safe State lässt nein. Ich müsste es doch schaffen, wenn ich klein bin, da oben stehen zu bleiben. Dankeschön. Kommt mir jetzt erst, wenn ich klein bin, kann ich da oben hier einfach stehen bleiben. Tschüss. War nett mit dir. Juhu. Voracious Escape. So, jetzt habe ich aber eine Frage. Und zwar... Was hat es... Ja. Was hat es... Was hat es mit dieser Röhre auf sich? Die ist doch da nicht grundlos. Da hinten kriege ich einen grauen Switch. Aber ich komme nicht mehr zurück. Oder? Das ist jetzt genau meine Frage. Deswegen rewinden wir jetzt nochmal bis zu der Stelle, wo der graue Switch war. Und gucken mal, ob da was ist. Das Problem ist ja, ich komme hier... Ja, okay, hier komme ich noch nicht. Ich will nämlich wollte von hier aus mal gucken, ob da vielleicht noch andere Blöcke sind, die mir irgendwie helfen würden, da zurückzukommen. Aber da ist halt nichts. Also komme ich doch nicht zurück, oder? Nee, da ist halt nichts. Nee, also wenn, dann muss da vorne was sein. Zurück komme ich auf gar keinen Fall. Ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Aber warum ist da eine Röhre? Gibt es hier noch irgendwo einen grauen Switch, den ich irgendwie rankommen könnte? Hier in der Wand irgendwas? Keine Ahnung.
Ja, jetzt kommen wieder die dümmsten Ideen zustande, ich weiß. Aber mich irritiert die Röhre einfach. Total. Vielleicht muss ich hier auch ein paar Sprites killen. Sodass dann, wenn man wieder in den Screen kommt, irgendwo ein grauer Schalter runterfällt. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Hier sind so viele Sprites. Vielleicht muss ich die wirklich töten. Aber dann allen voran die Bullet Bills. Dass es hier irgendwo einen grauen Schalter dann runterhaut. Was weiß ich. Wäre zwar ein bisschen gemein irgendwie, aber... Ja, stimmt, die Münze hat mich irritiert. Die wollte ich auch nochmal untersuchen. Die ist nämlich nur da, ja. Sag ich doch. Nee, Freund. So nicht. Oh. Das bringt da gar nichts. Na, vielleicht bringt's was. Wir nehmen ihn einfach mal mit. Vielleicht nützt er mir irgendwo was. Okay, nach oben ist gut. Nach oben ist gut. Dahin kommt er nicht, glaube ich, nicht mit. Erstmal, oder? Blödes. Nee, kommt er auch nicht. Ah, nice. Ja gut, lassen wir den, wo er ist. Nein, ich will eigentlich will ich ihn schon mitnehmen. Muss ich ganz ehrlich sein. Vor allem, wenn ich dann auf einem Unsichtbaren. Sehr schön. Ach, das war's schon. Okay. Oh. Wow. Gemeinheit. Ja. Okay. Secret Exit auch gefunden. Es war halt, diese Röhre war halt schon sehr, sehr verdächtig. Wo kommen wir da hin? Ah ja, na den brauchen wir bestimmt. Kakushu Dreamland. Mhm. Schon recht. Ja, es ist ja klar, dass ich ihn aber brauche. Dankeschön, geht doch. Kann ich das wieder reinspawnen irgendwie? Wahrscheinlich nicht. Doch, kann ich. Das sollte doch ausreichen. Das muss ich bestimmt auch machen. Ja. Sonst komme ich da drüben nämlich gar nicht hoch. Das ist wieder exakt ausgemessen hier, ey. Link Dead, du Schlingel. So. Aber Yoshi kann ich leider nicht mehr anbei mitnehmen. Oh, jetzt ist der Goomba weg. Ich glaube, den brauche ich noch. Der läuft da nicht aus Spaß durch die Gegend. Aber wir gucken mal, was kommt. Ja. Das war ein kurzes Vergnügen. Okay, dann muss ich da wirklich ganz schnell sein. Ja, okay, das geht aber, wenn man es weiß, dann geht das. Huch. Hätte jetzt noch sein können, dass manche von denen einfach Blöcke sind. Ja, sowas da zum Beispiel. Wait!
Jetzt erzähl mir nicht. Oh, der Gnubber muss am Leben bleiben. Mach ich das denn jetzt? Ich kann den nicht so schmeißen, dass er. Oder kann ich? Oh, kann ich. Okay. Hey, Josh. Oh. Warte, lauf in mich rein, Goomba. Das ist die falsche Richtung. Yoshi, please. Yoshi! Dankeschön. So, das sollte doch passen. Jetzt kommen wir da hoch. Oh Gott. Mit Speed vielleicht. Will ich das überhaupt oder will ich einfach... Okay. Okay, ich gebe zu, der Goomba hier wäre zusätzlich nochmal ganz nützlich. Aber das kriegen wir doch auch ohne Goomba hin, oder? Das ist doch hoch genug. Das sind 1, 2, 3, 4, 5... Ja, das muss schon gehen. Das wäre mit Goomba deutlich einfacher, das gebe ich zu. Aber das... müsste halt... In welche Richtung laufe ich da? In die... Das war schlecht. Wow, da wollte ich nicht hoch. Komm, das ist doch nicht so schwer, da hochzuspringen jetzt. Ach, Yoshi, bitte. Du musst doch nur in der Rennphase bleiben. Das ist doch alles. Okay, wir machen es mit Goomba. Dann machen wir ihn halt nicht kaputt. Ich schmeiß ihn da ja auch runter. Das will ich eigentlich dann gar nicht. Muss ich auch eigentlich gar nicht tun. Nice. So. Das ist doch gleich viel angenehmer. So, wir haben den Piece halt schon gesehen. Der irgendwo da drüben war. Hier nämlich. Okay, ich verstehe. Muss ich da eigentlich Piercage jumpen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es reicht auch so. Ach, Schwachsinn. Ja, das reicht auch so. Okay. Ach, das war's schon. Okay. Cool. Sehr schön. Sehr schön. Oh my days. Alles klar, wunderbar. Nächstes Mal Voracious Escape. Danke fürs Zugucken und tschüss.